Wie habe ich denn das jetzt hinbekommen? Okay, das funktioniert immer noch nicht. Dann machen wir hiermit weiter. Das kann hier nichts ausrichten. Die Pokale stehen hinter Sicherheitsglas. Wieso stellt man denn hier alles hinter Sicherheitsglas? Das bringt doch nichts. Das ist inzwischen eigentlich tatsächlich ziemlich nutzlos. Was? Haben wir jetzt wirklich das Stuhlbein von Stuhlfried? Oh ne, das. Da hieß ja Stuhlfried Stuhlbein. Aber das Stuhlbein war Stuhlfried. Haben wir jetzt wirklich Stuhlfrieds Leiche verbrannt? Was ist denn Edna für ein Killer? Das macht zwar Spaß, aber einer. Okay. Das Glas lässt sich nicht abschrauben. Oh, schade. Schade. Das Fenster hat keine Schrauben. Interessantes Fenster. Ich sollte diesen Stuhl fußnageln. Tu es nicht. Dein Fußnagel hat Besseres verdient. Das stimmt. Ich mache eine Ausnahme. Der arme Fußnagel. Aber den bekommen wir wenigstens wieder. Der ist geleimt, nicht geschraubt. Ah. Deswegen auch das Quietschgeräusch. Der ist nicht geschraubt, der ist gefaltet und geklebt. Wie kann man so einen Schrank falten? Ist jetzt wieder irgend so ein Fachchinesisch aus der Schrankfaltmechanik? Die ist nicht verschraubt, die ist verklemmt. Aber interessant, was für metallische Geräusche so eine Holzschublade macht. Nein, das Pokalschränkchen lässt sich nicht aufschrauben. Das würde sicher lustig knistern. Leider ist das Feuer aus. Wie konnten wir dann Stuhlfried da verbrennen? Wo ist Stuhlfried hin? Wieso bekommen wir Stuhlfried nicht wieder? Was ist mit Stuhlfried? Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerungen durch geschickten Einsatz verhornter Haut in Einzelteile zerschrauben? Nein. Aber wenn niemand das Recht hat, dann wieso macht es dann Dr. Marcel mit uns? Nein, niemand hat Ja, das. gut. Und was? Nein. Also ein bisschen Auge für Auge und Zahn um Zahn. Nein, es ist zwar alles gelogen, aber immerhin ist es ein Hinweis auf meine Vergangenheit. Probieren wir den Kugelschreiber mal mit allen aus. Nein, ich will mir nicht den Ausblick ruinieren. Du bist doch sowieso nicht lange hier drinne. Ich meine, das Dr. Marcells Büro. Wer will lange in Dr. Marcells Büro sein? Reserviert für Eddie Konfetti. Okay, das ist nicht schlecht. Das macht zwar Spaß, aber einer zur Zeit reicht. Na, ich hab doch auf den Pinsel gedrückt. Jetzt droppt die Framerate bei mir übelst. Was geht denn hier ab? So. Sorry für den kleinen Cut, da musste ich was an Einstellungen ändern. Dr. Marcel. Der Kugelschreiber, der wird mir noch sehr, sehr, sehr viel Spaß machen. Ah, schöne Smileys überall. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Sollst du auch nicht, du sollst den Schrank bemalen. Du sollst das ganze Zimmer bemalen. Wir sind Flavorsaver. Wir gehören mit zu Don Quixote de Flamingos Darauf hat Piratenbande. schon wer unterschrieben. Unterschreib nochmal. Übermal die Unterschrift. Mist, der Stift geht nicht aus dem Glas. Randale! Es ist auch blöd, dass das Glas sich nicht bemalen lässt. Den will ich nicht verbrennen. Sollst du auch Der nicht. Du könnte kannst auch das Feuer eh nützlich nicht werden. anmachen. Nein, niemand. Und was ist mit Erinnerung einen Bart malen? Oh ja. Nein. Oh. Nein. Und was ist mit Jo, hat Nein. man. Nein. Es ist zwar alles gelogen. Das hat man auch. Dann nehmen wir jetzt den Podo-Schläger. Mist. Geiles Geräusch aber. Pfing. Das ist mal ein massiver Stuhl. Ah, geil, wie die ausgeholt hat, das will ich nochmal sehen. Das ist. Komm, voll Dr. Marcel in die Fresse. Oh lol, wir haben den Tisch kaum.
Da ist der Stuhl massiver als der Tisch. Können wir das weiter zerbrechen? Okay, scheinbar nicht. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Du sollst den Schrank zerbrechen, nicht aufräumen. Sei doch mal ein bisschen kreativer, Edna. Ich bräuchte eher was Spitzes, um sie aufzubrechen. Ja, Stuhlfried ist tot. Rest in peace, Stuhlfried. Was meinst du, Harvey? Hat der Doktor sein Diplom beim Polospielen gewonnen? Auf jeden Fall. Und er hat geschummelt. Ja, Dr. Marcel ist ein böser Schummler. Der Doktor ist offenbar ein Poloprofi. Wieso? Keine dieser Pokale war fürs Polospielen. Den will ich nicht verbrennen. Er könnte noch nützlich werden. Du kannst das Feuer, wie gesagt, eh nicht anmachen, nein, also kannst du es auch nicht verbrennen. Niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerung eine kleine Delle verpassen? Nein. So, und wenn ich es jetzt hier auf den Zeitungsartikel mache, passiert nein, auch nichts Neues. Es ist zwar alles, aber immerhin ist... Dann mal das Wörterbuch. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Buchdeckel. Alle Buchstaben sind frei und können machen, was sie wollen. Thron. Der. Sitzfleischablage für Führungspersönlichkeiten. Das würde ich in Duden wirklich gern mal nachgucken, ob da wirklich Sitzfleischablage steht. Es wäre interessant zu erfahren. Schreibtisch, der Ablagefläche für Unerledigtes. Wenn ich mir meinen Schreibtisch so angucke. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Ist es eher eine Ablagefläche für jedes Zeug, wo ich keinen Plan habe, wohin damit? Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Ja, du musst ja auch nicht aufräumen. Sag uns doch was darüber. Du hast ein Wörterbuch. Da steht bestimmt auch was über gruselige Schränke und verschlossene Metallholzschränke drin. Hier ist ein Bild unter Diplom-Ingenieur Medientechnik. Es zeigt einen Elefanten. Seltsam. Jetzt weiß ich auch, wie ich diesen Text bekommen habe. Das war durch das Wörterbuch, wo ich dann scheinbar kurz drauf gekommen bin, weil die Framerate wieder getroppt ist, was sie jetzt schon wieder macht. Würde mich echt gern mal interessieren, woran das jetzt schon wieder liegt. Benutzen wir das noch mit dem... Och Gott, dann wieder ein kleiner Cut. So, dann auf ein neues. Ups, die Seite fehlt. Es gibt keine Seite für Pokale? Interessant. Das Lexikon ist zwar langweilig, aber ich verbrenne keine Bücher. Zumindest nicht ohne Feuerzeug. Das wäre auch schlimm. Am Ende bezeichnet man uns noch als etwas, was nicht so nett erscheint. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Ich wüsste auch nicht, wie du mit einem Buch und einem kleinen Bild aufräumen kannst. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Verstehe ich nicht. Lüge, Märchen, Ente, Erfindung, Fabelei, Erdichtung, Unrichtigkeit, Irrtum, Trugbild, Blendwerk. Das sind alles Wörter, die perfekt dazu passen. Aber dann hätten wir hier alles mit allen kombiniert. Mal gucken, wie oft wir hier in dieser Folge noch einen Cut machen müssen. Ich glaube, ich sollte... Huch! Okay. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hatte Hilfe von außen, ich musste auf die und habe mich verloren. Das geht dich einen feuchten Fuzzi an. Das geht dich einen feuchten Fuzzi an. Es ist mir auch egal. Hauptsache, du kommst endlich, damit ich dich zurück in deine Zelle sperren kann. Ha! Niemals! Willst du nicht wissen, wie Willst ich wirklich wissen, entkommen wie bin? Wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Ich hatte Hilfe von außen. Ich hatte Hilfe von außen? Von wem denn bitte? Von deinem toten Vater? Alter. Mein Vater ist tot? Du erinnerst dich zwar nicht an alles, aber diese Anstalt ist jetzt dein Zuhause. Schon seit langer Zeit. Komm her, ich sperr dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Gut, von denen können wir vielleicht noch ein paar mehr Informationen bekommen. Willst du nicht wissen, wie...
Na? Ich musste auf die Toilette und hab mich verlaufen. Ja, genau. Komm rüber und ich zeig dir den Weg. Den Weg zurück in deine Zelle. Ha! Willst du nicht wissen? Na. Ich habe geheime Psykräfte. Einen Schritt näher und ich verwandle dich in eine Bulldogge. Ach ja? Buga! Es hat geklappt. Ich wusste ja gar nicht, was in mir steckt. Lass den Unfug und komm endlich her. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Willst du nicht wissen? Na? Dieser hat mich freigelassen. Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Stiesel? Er wird immer unzuverlässiger. Dr. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum. Du kommst jetzt mit. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Da-da-da. Ja. Mein Stoffhase hat mich in die Vergangenheit. Dort habe ich gelernt, meine Superfußnägel als Multiwerkzeug einzusetzen. Du warst schon immer sehr kreativ. Ein Jammer, dass davon nicht viel übrig sein wird, wenn Dr. Marcells Therapie endlich anschlägt. Los jetzt! Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Ist schön, dass er uns das mit der Toilette nicht abgekauft hat, aber das mit den in die Vergangenheit Telemorphen und Superfußnägel glaubt er uns jetzt. Ich könnte jetzt hart niemals sagen, allerdings weiß ich nicht, ob es dann weitergeht. Deswegen frage ich erstmal, was er über meinen Vater weiß. Was weißt du über meinen Vater? Außer, dass er ein Mörder war? Das sind Lügen. Ich hab euch belauscht. Hör zu, Süße. Dein Vater war ein Mörder. Er hat seine Schuld gestanden und wurde verurteilt. Mehr musst du nicht wissen. Ach, scheiß drauf. Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Ich verstecke mich nicht. Das ist ein Schrank. Ach nein, warte. Es ist Holger, der Assistent von Dr. Marcel. Er ist auf alle Fälle nicht so unheimlich wie ein Schrank. Er ist zwar kompakt, aber nicht unbedingt transportabel. Das stimmt. Aber transportabler als der Schrank. Hey, Holger. Was ist? Kommst du jetzt endlich mit? Ah, geil, wir können doch noch mit ihm reden. Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Sofort. Der Doktor ist unterwegs. Du kannst mit ihm sprechen, wenn er zurück ist. So lange kommst du in deine Zelle. Er mag niemals scheinbar das Wort deine Zelle. Wenn du willst, dann warten wir halt hier. Und wenn's den ganzen Tag dauert, ich hab Zeit. Okay. Er ist auf alle Fälle freundlich. Denn, ich meine, so wie er aussieht, er könnte Edna auch einfach so packen und sie in die Zelle schleifen. Edna könnte sich wohl kaum wehren gegen ihn. Aber er wartet. Hey, Holger. Was ist? Kommst du jetzt endlich mit? Na, werden wir mal Freund mit ihm. Es ist noch nicht zu spät, Freunde zu werden. Wir sind nicht deine Feinde, Edna. Hört ihr dann auf, meine Erinnerung zu löschen und mein Ego zu zerstören? Oh, nein. Das wohl nicht. Super, Freunde. Was ist? Kommst du jetzt? Gut, dann nicht. Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Können wir jetzt eigentlich hier raus? Hey! Also auf alle Fälle ziemlich langsam. Aber scheinbar können wir da nicht raus. Wenn du nicht sofort von der Tür weggehst, hetze ich meinen Kampfhasen auf dich. Ah ja, Harvey macht dich alle. Fass, Harvey, fass! Harvey braucht noch ein bisschen, er ist nicht mehr der Schnellste. Und jetzt beginnt schon wieder die Frame-Drop-Rate. Ja, Frame-Drop-Rate. Ich sollte vielleicht wirklich mal lieber auf OBF
OBS switchen, anstatt mit Fraps aufzunehmen, denn mit Fraps wird das nicht mehr so lange funktionieren. Die Feder ist zwar mächtiger als das Schwert, aber diese Oberarme sehen aus wie LKW-Stoßdämpfer. Naja, mit ein bisschen Fantasie schon. LOL? Also schön, dass Framerate sich jetzt wieder beruhigt hat, aber das sah trotzdem witzig aus. Edna erschlagen, großes Tier. Huah. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. LOL. Hallo? Ist da jemand drin? Ja. Nein. Ja doch, ich seh's doch. Beruhigend. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Oh ja, da hängt doch wer. Aber gut, da können wir jetzt quasi benutzen. Benutzen, den Schrank zumachen und Holgor ist weg. Und dann kommen wir theoretisch auch hier raus. Und wir sind im nächsten Bildschirm. Die Freiheit ist zum Greifen nah. Ja! Ein wichtiges Leitthema unseres Spiels ist ja Vandalismus. Und dass tatsächlich diese Topfpflanze auf dieser Säule dort steht, hat eigentlich keinen weiteren Grund, außer dass man ziemlich früh Spieler darin einführt, dass er hier alles kaputt machen darf und dafür nicht bestraft wird, sondern sogar noch von Harvey angefeuert. Das ist auch ein gutes Gefühl. Randale. Yippie. Randale! Yippie! Cool. Dann, wir können die Dachluke anschauen. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Ist nicht besonders viel. Nimm Dachluke? Ja, wieso nicht? Was willst du mir damit sagen? Du hast einen Dachschaden, Edna? Red mal mit der. Use the Luke, Force. Oh Gott. Alter. Das ist zu hoch. Sicher finde ich einen besseren Ausgang. Man hätte es aber mal probieren können. Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Können wir die bekritzeln? Es ist zu hoch. Ich komme nicht an. Ja gut, wir wussten ja von vorhin noch, dass Klaas sich nicht so einfach bekritzeln lässt mit einem Kugelschreiber. Es ist zu hoch. Ich komme nicht dran. Alter, du, mit dem Poloschläger kommst du da doch easy dran. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Buchdecke. Ja, das hat man schon. Und mit dem Zehennagel? Es ist zu hoch. Gut. Dann schauen wir uns mal die Pflanze an. Eine besonders rankige Ranunkel. Geil, was sie alles weiß. Hoppla. Randale! Ah, psst. Und eine Säule. Oh, yippie, das fühlt Ohne sich wirklich Pflanze gut an. Ohne wirkt diese Säule deplatziert. Hätten wir die Säule vielleicht vorher mal angucken sollen. Die könnte ich maximal wenige Meter weit schleppen. Vielleicht besteht sie nur aus Pappe. Das weiß man ja nicht, ehe man es mal ausprobiert. Das mit der Pflanze tut mir leid. Wenn ich ein romanischer Pilaster mit breitem Interkolumnium wäre, würdest du dich das nicht trauen? Das weiß man auch nicht, ohne es auszutesten. Das mit der Pflanze tut Gut, das mir hat man eben schon. Dann benutzen wir das mal. Okay. Okay, da können wir scheinbar jemanden hier drinnen einsperren. Und interessant, was ist das jetzt für ein Raum? Da ist ein Alf. Alf-Puppe, cool. Oh, hier können wir aber eine ganze, ganze Menge angucken. Oh, das wird ein langer Raum werden. Hier werden wir lange Zeit drin verbleiben. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor? Vielleicht beides, das weiß man auch nicht. Ein Haufen weißer Kittel. Kann man auch mal gebrauchen. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf.
Hirn? Hey, du bist auch nicht gerade Miss Multiversum. Das stimmt. Da ist ein auffälliges Symbol drauf. Nette Farbe. Nein, rot würde ja besser aussehen. Die sind unvollständig. Es sind zwei. Es ist immerhin ein Paar. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Geil. Haben will. Was da wohl drin ist? Guck. Boah, das klingt nach... ja, fast so als ob... Potztausend, das ist Glas. Nee, das muss ich nochmal hören. Irgendwie glaube ich nicht, dass es Glas ist. Jetzt sehe ich erst den Aufkleber. Vorsicht, Glas. Der ist aber auch unauffällig befestigt. Und eine Bowlingkugel. Die erinnert mich an Hulgur. Ja, sein Kopf sah ungefähr genauso aus. Auch hier, guck, zwei Äuglein und einen großen Mund, genauso wie Hulgur. Die Lampe kann man nichts machen, aber ein Fenster haben wir noch. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Wie romantisch. Müssen wir aber noch ein bisschen länger gefangen bleiben, damit die Haare auch Ähnlichkeiten mit Rapunzel haben werden, von der Länge her. So, hier gibt's nichts mehr. Dann haben wir noch den Lichtschalter. Wofür dieser Schalter wohl gut ist? Ich schätze mal für das Licht. Gute Idee. Dann kann ich überall Licht machen. Oh nein, er ist fest. Ach, schade. So eine Pleite. Vielleicht kann man mit dem Fußnagel abschrauben. Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Ja, die waren geil. Leider hatte ich die nie. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Doch, die sind grau und dreckiger. Deiner ist so schön weiß. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Was? Was hattest du gegen Alf? Alf war voll cool. Pfoten weg. Huch. Ich mag nicht, wie das Gehirn mit uns redet. Das hält sich wohl für was Besseres. Ich will den nicht. Der ist kaputt. Schmeckt nach Ananas. Okay, hat die das jetzt wirklich probiert? Wozu? Die sind unvollständig. Vielleicht bekommen wir irgendwelche radioaktiven Fähigkeiten und werden zum Hulk. Wir haben eine limitierte Erstauflage von Captain Unbrauchbar und Angriff der... Todesbrote? Keine Ahnung. Da dürfte kaum noch etwas heil sein. Müsste man reingucken. Da dürfte kaum noch etwas... Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Warum? Man kann sie immer mal gebrauchen. Bowling macht Spaß. Ja, das wäre schön. Dann könnte ich diesen Ausblick überall genießen. Leider hat man dieses Fenster sehr unhandlich designt. Und den Ausblick hat man am Horizont befestigt. Das ist sehr, sehr blöd gemacht von den Videospieldesignern hier. So, reden wir mal mit dem Lichtschalter. Licht. Licht! Wird's bald. Na bitte. Ah. Gut, er braucht etwas lange, hat auch nicht mehr das beste Gehör, aber es funktioniert. Hat sich aber jetzt auch nicht besonders viel verändert hier. Buh! Keine Reaktion. Oh Mann, Alter. So weich. Mit Schmusi weich Ultra gewaschen? Nein, mit 1000 Tesla Gamma bestrahlt. Ach ja, atomfrisch. Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot. Hallo? Hallo, Edna. Was führt dich zu mir?
Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Ah. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Alter. Voll der DJ. Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Ja, war ja auch klar. Gehirne kommunizieren immer telepathisch. Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Irgendwie nicht. Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Böses! Böses! Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Hau es rein, Bobo. So, red mal mit den Mixer. Hallo, Mixer. Was? Das will ich nochmal hören. Hallo, Mixer. Okay, das war kein Pentagramm? Nee, Pentagramm war dieses Ding von den Illuminaten da. Ach, wie hießen dieses Anagramm, was man einfach nur rückwärts lesen musste? Hier, Rettern und Arbok. Das hat doch auch irgend so ein... Ach, keine Ahnung, wie das hieß. War es aber auf alle Fälle nicht. Könnte ein Anagramm sein, aber dann ein... Hallo, Mixer. Aus Le kann man nichts machen. Dann müsste das alles zusammen ein Anagramm sein. Und dafür ist das mir jetzt zu viel. O Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Geil. Der Geist der Flasche ist auf unserer Seite. Kegel wollen in der Regel unter sich bleiben. Achso, der Comic ist weg. Hulgur, bist du das? Keine Reaktion. Ich war mir so sicher. Naja, Hulgur ist ohnmächtig, deswegen kann er es schon sein. Der Gesprächsstoff zwischen mir und den Kartons ist begrenzt. Wir kommen aus unterschiedlichen sozialen Mikrokosmen. Außerdem ist der Inhalt der Kartons kaputt. Also werden die nicht mehr so gut der reden können. Der Gesprächsstoff zwischen... Gut, hier geht's nicht weiter. Okay, das ist wieder sowas, wo scheinbar vergessen wurde zu synchronisieren. Das weiß ich einfach. Das ist derselbe Text. Das weiß ich einfach nicht, was ich. Machen. Soll. Das weiß ich einfach nicht, was ich machen soll oder so ähnlich. Das werdet ihr auf YouTube wesentlich leichter erkennen können als ich. Ihr müsst einfach nur das Video im richtigen Moment pausieren. Ich denke, ich habe das jetzt genügend gezeigt. Dann können wir die ganzen Dinge noch benutzen, wie zum Beispiel den Lichtschalter. Und es ist wieder aus. Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Das hat man schon alles. Die unterscheiden sich. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis, aber... Oh, das ist scheinbar jetzt nichts Neues als... Ich sehe, du versuchst wieder fremde Gehirne zu benutzen, Edna. Du solltest mehr Vitamine zu dir nehmen. Dann bist du in absehbarer Zeit vielleicht in der Lage, dein eigenes zu benutzen. Alter! Einfach Poloschläger nehmen und dagegen hauen. Ich wollte gerade sagen, anscheinend ist Benutzen nichts anderes als Nehmen, aber sehen wir jetzt, dass es doch was anderes ist. Der ist kaputt. Aber auch nur bei wenigen Dingen. Schmeckt nach Ananas. Jo, hier scheinbar nicht. Geht nicht, die sind unvollständig. Ah. Geht nicht, die Kegel sind nicht vollzählig. Oh Mann. Genug Schaden angerichtet. Ah, genug Schaden gibt's nicht. Wir können das Fenster öffnen.
Wir können sogar rausgehen. Können wir rausgehen? Wieso können wir nicht rausgehen? Ah, wir können rausgehen. Geil. Wir klettern auf den Dach rum. Gehe zur Dachkante, gehe zur Dachkante.